Das ist gut. Aber jetzt gehen wir noch. Wir warten noch mal ein bisschen, bis das fertig ist. Wir brauchen noch ein paar Nägel. Und die kümmern wir uns noch schnell. Und wir brauchen wieder Eisen. Nehmen wir da. Oh, ja. Ja, wir brauchen dringend wieder Eisen. Und der nächste Zombie, den wir bekommen, das wird ja auch hoffentlich bald sein, der wird dann hin und her laufen und erst einmal für Nachschub an Eisen sorgen. Weil das werden wir eh auch permanent brauchen. Bin auch am Überlegen, was wir alles immer runterkarren lassen, ob ich da wirklich sage, okay, du rennst jetzt die ganze Zeit nicht unendlich hin und her, sondern holst mir jetzt so und so viele Steine. Weil wir die gerade brauchen, dass wir die Steine wirklich nur auf Vorrat und das Marmor nur auf Vorrat dann holen. Das einzige Problem wird halt sein, müssen hier dann immer wieder hoch und schauen, was haben wir, was haben wir nicht. Und dann halt auch die Zombies immer wieder umplatzieren. Machen wir mal das noch. Weil hier raus kriegen wir nämlich Eisen. Und die erweiterte Forschung ist dann für Marmor. Holen wir uns auch noch hier. So. Hier können wir schon mal sagen, was er alles transportieren soll. Nee, da kann man nicht irgendwie priorisieren, was da drauf soll. Schade. Das wäre jetzt super gewesen. Aber zumindest haben wir das hier. Das Eisen sollte uns noch ein bisschen reichen. Das können wir ja dann auch, wenn wir Geld haben, nach und nach machen. Weil hier oben können wir uns nämlich Bienen halten. Gehen wir mal nochmal runter. Und schauen, dass wir das hier fertig kriegen. Hier. Jetzt ist eh Nacht. Das ist jetzt ungünstig. Wir holen uns noch ein bisschen Zombiesaft, weil die werden wir eh brauchen. Spätestens, wenn wir noch viel mehr Zombies haben wollen. Können wir uns hier irgendwo ein Lager hinstellen? Das wäre jetzt halt auch gut. Oder besser eine Kiste. Nope. Davon braucht man eigentlich auch gerade nicht. Ich schaue jetzt bloß, was wir machen können hier noch. Wie kriege ich nochmal weißes Puder her?
wo ist eigentlich der Lehm? Hier ist nichts. Wenn wir den eigentlich schon mal da dazu tun. Honigwaben, das müsste man auch in der Stadt kriechen können. Dann können wir uns hier schon mal auch Lufterfrischer Stufe 1. Ich weiß halt jetzt auch bloß nicht, wie man Lufterfrischer herstellt. Weiß das einer zufällig, wie man Lufterfrischer herstellt? Mal noch ein paar Bücher herstellen, aber das bringt auch gerade nichts. Weil es wäre interessant, ja, gut zu wissen, wie man Lufterfrischer herstellt. Da mal. Nee, da sind uns jetzt die ganzen Trauben ausgegangen. Ah, hier können wir das Öl herstellen. Das bräuchte man eigentlich auch. Jetzt ernten wir mal das Ganze hier unten. Habe ich überhaupt genügend Platz? Nope. Dann gehen wir einen ganz großen Bogen, machen wir mal einen ganz großen Bogen außenrum. Nachtmensch, könntest du jetzt mal kurz mal nachschauen, wie man Lufterfrischer herstellt? Weil ich habe echt gerade keine Ahnung. Müssen wir hier kurz noch mal warten, bis der gute Mensch hier rauskommt. Dum, 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 dum. Ich könnte eigentlich schnell meinen Laptop anschalten, dann könnte ich da auch so schnell nachschauen. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Wir bleiben handeln. Was hast du? Zwiebelsamen, die brauchen wir dringend. Ah, das sind normale Zwiebeln. Ey. Zwiebelsamen. Okay. Weil die brauchen wir eh. Das sind Linsen, Linsensamen, Kürbis. Kürbiskern. Wir sollen ja auch einen Kürbel. Goldenen, silbernen oder golden. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Das ist jetzt doof. Jetzt gehen wir einfach mal wieder kurz zurück. Und jetzt gehe ich auch noch mal kurz zum, bevor ich da hingehe. Inquisitor, was muss ich eigentlich machen? Nee. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist bestimmt der beste Wein, den ich seit je getrunken habe. Bald werden unsere Zahl voller Essen sein. Okay. Was? Wie läuft das Geschäft? Woran denkst du? Überlegst du dir, wie du mir Leute hierher locken kannst?
einmal haben wir alte Schriftrollen verbrannt, voll mit nutzlosen Kram. Aber auf einer von ihnen stand etwas Interessantes, dass wir nämlich nur Brot und Spiele brauchen, um die Menschen glücklich zu machen. Das trifft natürlich nur auf die Heiden zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ohne die Kirche und ohne Gebet ein glückliches Leben führt. Aber das könnte unterhaltsam sein. Als diese bösen Hexen brennen zu sehen. Mir fällt gerade noch nichts ein. Richtig, aber ich hätte eine Idee. Wir brauchen Brot, nicht unbedingt richtiges Brot, aber Snacks und Getränke. Du bist doch Geschäftsmann. Wie wäre es, wenn du einen Stand eröffnest? Der Profit gehört auch dir. Aber was sollen wir verkaufen? Na, Bier. Natürlich, Bier passt immer gut zu Patriotismus. Und wenn man irgendwas verbrennt. Und irgendwas mit Fleisch. Fleisch ist eine Delikatesse in der Stadt. Ich habe gehört, du kannst irgendwie an günstiges Fleisch. Punkt, Punkt, Punkt. Aber wenn du schon solche kleinen Details, wenn es darum geht, na gut, dann mache ich halt ein paar Burger. Exzellent, bau das Zelt und füll es mit Bier und Brühburger. Genau. Und der Burger, ich verbreite die Neuigkeit, sobald dein Zelt bereit ist und wir eine Hexe am Start haben. Bereiten wir. Okay. Hier können wir jetzt halt unser kleines Zelt aufbauen. Hier, das hätten wir. Die Hanfseile haben wir auch. Das einzige Problem ist. Was könnte man da? Apfelsaft, den hätte ich noch gern. Das brauchen wir. Machen wir mal das hier weg. Silberne Rolle. Und so kommen wir recht gut erst einmal ein bisschen Gold auch ran. Wir haben. Das sieht ganz gefährlich danach aus, dass wir wieder sehr viel Krusch bekommen. Wir brauchen ihn ja auch, aber mit einem vollen Inventar ist es nicht gerade einfach. So, tun wir hier das noch hier rein. Ich versuche ein bisschen Ordnung hier zu halten. Ich weiß bloß nicht, ob das meine Zombies hier auch so sehen. Fleisch haben wir ja hier irgendwo. Ah, wir haben hier auch noch genügend. Was brauchen wir eigentlich für Burger herzustellen? Okay, die kriegen, das sollte auch kein Problem sein. Nur die Zwiebeln, wie gesagt, da braucht man schon noch ein bisschen was. So.
machen wir schon mal die hier. Dann haben wir das schon. Dann braten wir sie gleich obendrein noch. Und dann können wir die schon mal in eine Kiste tun. So. Ja, jetzt schaue ich gerade nebenbei noch das Rezept nach. Für den Weihrauch, aber ich komme gerade nicht drauf, wo das genau ist. Werde ich dann noch mal später, glaube ich, nachschauen dürfen. Ah, da ist der. Weil jetzt bin ich nämlich sehr neugierig geworden. Ja, den Lufterfrischer brauche ich ja. Aber da steht das Rezept gerade nicht dabei. Shit. Ja, das ist auch noch nicht fertig. Ich will erst einmal den ganzen Geruch hier wegkriegen. Damit wir ein halbwegs leeres Inventar haben. Hier können wir nicht sonst nichts. Ich lasse jetzt auch mal das hier unten. Das kommt mir auch hier rein. Der Heiltrank. Da ist das Rezept. Okay. Nach 5 Stunden Suchen findet man das Rezept für den Lufterfrischer. Freue mich schon, aber ich glaube, ich mache morgen Star Trek Armada 2. Zumindest mache ich die. Ich möchte die Föderationskampagne nämlich durchkriegen. Mal schauen, wie gut das läuft. So, wir haben sehr viel Weizen anscheinend im Inventar. Tun wir das raus, das hier auch. Das brauchen wir eigentlich schon, das hier raus. So, und dann sammeln wir den Rest hier auch nochmal ein. Jetzt wird es hier schön neblig. Nope, wir brauchen nicht das. Wir brauchen... Ah, wir haben ja schon. Wenn es gut geht, können wir beim nächsten Mal direkt Zwiebeln ernten. Das wäre jetzt halt schon sehr, sehr gut. Gehen wir noch kurz mal schlafen. Und dann schauen wir mal, dass wir das hinkriegen, weil wir brauchen Ordnungslösung dafür und einmal Öl. Das, glaube ich, sollte nicht ganz das Problem sein. So, dann haben wir das hier da rein. Nochmal. Momentan haben wir Glück mit dem Wein. Weil es ist jetzt dazu die 50-50-Chance, ob wir silbernen Wein kriegen oder bronzenen Wein. Lebenstedt deckt genauso viel her, nur dass die Energie viel mehr ist, die aufgeladen wird. Schauen wir mal, ob wir das überhaupt haben. Ordnungslösung.
Ansonsten müssen wir zu unserer lieben Hexe hintergehen. Lebenslösung. Nee. Dann werden wir kurz mal zu unserer lieben Hexe gehen und da das ein oder andere besorgen. Ja, vielleicht schaffen wir es gar nicht, weil wir zu lange geschlafen haben. Weil bei ihr... Hier möchte ich halt den Kürbis noch geben. Weil nach und nach in Graveyard Keeper an Geld zu kommen, sollte eigentlich in keinster Weise ein Problem sein. Nur der Anfang ist recht happrig. Ah, da braucht man den silbernen Kürbis. Um uns zwei Stück. So. Haben halt ein Öl weniger, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Hex. Hm? Und was steht bei dir noch so auf dem Tagesprogramm? Nachtmensch. Den Stein könnte man jetzt mal komplett aus dem Inventar rausnehmen. Bei denen schleppe ich schon die ganze Zeit rum und weiß nicht, was ich mit anfangen soll. So. Tu den einfach mal hier rein. Hier braucht man den ja nicht. Ja, ich will hier schon runter. Können wir dann noch hier irgendwas machen? Jetzt fehlt mir garantiert das Öl. Nee, doch noch nicht. So. So geht nämlich der Lufterfrischer. Einmal Öl und dann Ordnungslösung. Und jetzt können wir nämlich ein bisschen Weihrauch herstellen. Und dann gehen wir es... Oh. Wir schlafen jetzt. Versuchen dann in die Stadt zu...